Hallo liebe Trader und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial von devisen-handeln.org. Ja, heute soll es, wie bereits angekündigt, gehen um das Thema Risk und Money Management Tools für den MetaTrader 4. Ja, wozu brauchen wir die? Also der MetaTrader 4 bietet dir von Haus aus nicht allzu viel, was das Thema Risk und Money Management und Positionsgrößenberechnung bedeutet. Zum Beispiel im Vergleich zur Future Station ist das natürlich sehr rudimentär, was hier MetaQuotes eingebaut hat. Wir können quasi hier über das Mini-Panel, über das One-Click-Panel können wir zwar eine Buy- oder eine Sell-Order mit einer vordefinierten Positionsgröße in den Markt legen, allerdings haben wir dadurch noch keine Positionsgröße berechnet für unseren Stop-Abstand, noch können wir ein gewisses Stop-Level oder ein Take-Profit-Level mit der Order in den Markt legen. Ja, dazu jetzt eben dieses Video, in dem ich euch zeigen möchte, mit welchen Tools man eben den MetaTrader so erweitern kann, dass man ein effizientes Risk- und Money-Management betreiben kann, wo eben die Positionsgröße entsprechend des Stop-Abstandes berechnet wird und wodurch man eben dadurch auch seine Performance in der Folge verbessern kann, weil man sein Trading einfach systematisiert. Ja, ich möchte euch die Tools My Money Manager zeigen. Im Anschluss geht es dann weiter mit der MetaTrader Supreme Edition von Admiral Markets und dem MT4 Booster von GKFX, was ja das gleiche ist. Und dann geht es weiter mit der Smart Order 2 von Active Trades. Ja, ich hoffe, das Video wird euch gefallen und ihr könnt auch was damit anfangen. Ja, dann fangen wir mal mit dem Money Manager an. Dieses Tool kann man ganz einfach runterladen, indem man hier unten auf Markt klickt und dann eben hier bei den Applications nach Money Manager sucht und dann ist es auch schon zu erkennen anhand dieses Icons mit dem Daumen nach oben. Und dann kann man es ganz normal einfach in jeden MetaTrader installieren. Also dieser Money Manager ist unabhängig vom Broker. Man kann es in jeden MetaTrader installieren. Wobei ich euch erstmal davon abraten möchte, weil ihr nach dem Test sehen werdet, dass dieser Money Manager auch seine Fehler und Tücken hat. Ja, dann installiert man ihn eben hier in diesen Expert Advisor, wo eben auch die ganzen anderen Expert Advisor normalerweise sind. Ich habe das jetzt hier mal zu Testzwecken bei WH Self Invest bei dem MetaTrader installiert, um euch das Ganze zu zeigen. Ja, wie ihr seht, können wir hier oben unser Risk von der Balance kalkulieren lassen. Wenn ich jetzt hier mal 1% eingebe zum Beispiel, wird mein Risiko von 541 Euro kalkuliert auf die Balance von 54.146. Das Ganze ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich möchte lieber ein Risiko von nur 0,5% haben für meinen Trade und bin also bereit, für meinen nächsten Trade 270 Euro zu opfern. Ja, in dem Punkt hier kann ich jetzt eben einstellen, ob ich Market in den Markt gehe, sprich dann mit Buy oder Sell, also quasi den Trade manuell auslöse, oder ob ich eben Buy und Sell, Stop oder Limit Orders in den Markt lege. Ich bleibe jetzt mal bei dem Modell mit der Market Order und kann dann eben hier auch noch einstellen, ob ich eher ein gewisses Preislevel als meinen Stop definieren will, beziehungsweise als meinen Take Profit, oder ob ich eine gewisse Distanz bevorzuge, zum Beispiel eine Distanz von 30 Punkten oder 30 Pips, wie auch immer. Ja, ich werde jetzt mal ein Beispiel-Trade ausführen und ich sage mal, ich möchte hier eine Long Order auslösen, möchte nicht mehr wie 270 Euro beziehungsweise 0,5 meiner Balance für diesen Trade riskieren. Der Stop soll hier unter diesem Support sitzen, auf der Marke von 1,09200 und ich drücke Return und wie ihr seht, wird mein Stop Level schon vordefiniert und ich habe jetzt also quasi, hätte also quasi
wenn ich jetzt auf Buy klicke, direkt meinen Trade im Markt mit dem vordefinierten Stop-Level und auch das benötigte Volumen wurde direkt ausgerechnet. Das heißt, ich bräuchte für diesen Trade 0,14 Lot bzw. 14 Mini-Lot. Das hat mir alles dieses Money-Management-Tool ausgerechnet, was doch eine schöne Sache ist. Wenn ich will, kann ich jetzt auch noch einen Take-Profit in den Markt legen. Ich würde dies an der Marke von 1,14275 tun. Und ihr seht, mein Take-Profit würde an dieser Stelle in den Markt gelegt und ich kann das hier mal ausführen. Und wie ihr seht, wird der Trade ausgeführt mit meinem Stop an der gewünschten Stelle und dem Take Profit ebenfalls an der gewünschten Stelle. Ein Nachteil dieses Tools ist zum Beispiel, es ist sehr rudimentär. Das ist zwar jetzt schon eine tolle Sache im Vergleich zu dem One-Click-Panel, was der MetaTrader von MetaQuotes implementiert bekommen hat. Allerdings kann ich zum Beispiel keine Teilverkäufe tätigen über dieses Mini-Terminal, beziehungsweise ich kann keine Teilposition mit Take Profit rausnehmen, wie ihr das in dem nächsten Test sehen werdet. Ja, ein weiterer Nachteil ist, leider funktioniert das Ganze nicht für Gold und auch nicht für die Indizes. Wer nur Forex traden will, ist mit dem Tool gut bedient. Allerdings funktioniert das nicht für Gold. Ich zeige euch das hier mal. Ich möchte wieder ein Risiko von 0,5% auf meine Balance eingehen. Das wären in dem Fall 270 Euro. Ihr könnt hier also einstellen, ob ihr auf die Balance, auf die Margin oder auf die Equity. Ich möchte hier auf die 0,5% meiner Balance riskieren. Ich gehe wieder Market in den Markt rein und ich hätte jetzt gerne hier mein Stop-Level hier unten 11,75 als Stop-Loss-Level. Und ihr seht, wenn ich Return drücke, errechnet er mir ein Volumen von 9 Lot, was natürlich viel zu hoch ist für diese Position. Das bedeutet also quasi, wenn ich jetzt mal auf Buy gehe, ich wollte ursprünglich 270 Euro riskieren und riskiere in Wirklichkeit 2556, was natürlich viel zu viel ist, weswegen dieser Money Manager leider nur für die Forex-Paare funktioniert. Bei den Indizes ist dasselbe Spiel, funktioniert dort nicht zuverlässig. Das heißt, er kann nicht die Positionsgröße der Indizes zuverlässig berechnen. Ja, dann komme ich auch schon zum Fazit dieses MetaTrader Tools. Ich kann diesem Tool leider nur 1 von 5 Sternen geben, mangelhaft aufgrund seiner Eigenschaft eben nicht die Positionsgröße von Commodities und Indizes berechnen zu können. Wer nur Forex traden will, aber sich auch dann wirklich nur daran hält, mit diesem Tool die Forex-Märkte zu traden, ist damit gut bedient. Es funktioniert dort sehr zuverlässig. Allerdings, wie gesagt, keine anderen Märkte damit handeln. Ihr werdet sehen, die anderen Tools, die ich im Verlauf vorstellen werde, sind weitaus besser.